Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Europa Universalis 4. Ich habe gerade eben wieder vergessen, den Timer einzustellen und ich stelle mir ja gerade immer diese Stoppuhr, deswegen, so, jetzt läuft sie wieder. Können wir weitermachen. Ja, wir sind gerade dabei. Was sind wir jetzt am machen? Wir sind dabei, einen Claim auf Königsberg zu machen. Und genau, konvertieren möchten wir natürlich nichts. Wir müssen unsere Flotte noch ein bisschen aufrüsten. Das sind wir aber auch schon fleißig dabei. Kolberg können wir noch ein Stück bauen. Kleve möchte Zugang. Gerne doch. Keine Frage. Policies, da können wir den Liberation Act machen, wenn wir wollen. Der lohnt sich aber für uns nicht, würde ich sagen. Der lohnt sich eher für kleinere Staaten, denen es nicht so gut geht. Wir haben 26.000 Rebellen in Stettin und wir haben selber nur 20.000 Mann. Da könnten wir natürlich jetzt mal unseren General verpulvern, aber wir verlieren eben sehr viel Manpower. Deswegen bin ich da etwas unglücklich drüber, aber machen wir mal. Ihr seht's, wir besiegen die easy. Einfach weil wir so starke Truppen haben. So, auf Königsberg machen wir jetzt unseren Claim. Den haben wir. Dann erklären wir Krieg. Und wir nehmen mit Sachsen und Österreich, würde ich sagen. Aber nicht Polen. Denn Polen möchte nur selber was haben. Gibt Polen uns keinen Durchmarsch? Doch. Eben. Das hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn die so beleidigt wären, dass sie uns keine Durchmarschrechte geben. Also Österreich müsste sich um Ungarn kümmern können. Sachsen hilft Österreich dabei. Wir haben unsere Flotte. Ja, leider können wir damit noch nichts tun gegen die Flotte des Livonischen Ordens und des Teutonischen Ordens. Polen hat auch den Krieg erklärt. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell nach Memel. Zack, haben wir. So. Dadurch bekommen wir jetzt diese Provinzen, diese wichtigen. Königsberg und Memel im besten Fall. Das wäre natürlich wichtig. Schweden möchte reingerufen werden. Nö, ganz ehrlich, Schweden, dich kann ich noch für andere Sachen gebrauchen. Du musst da jetzt nicht wirklich mitkämpfen. Und ich sehe, Litauen kämpft auch mit. Das heißt, ja genau, sie haben, Polen hat Litauen mit reingerufen in den Krieg. Und wir müssen in Memel mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Da gab es ein paar Leute, die meinten, sie können die Bibel besser auslegen. Die haben wir schnell mal niedergemetzelt. Und National Unrest ist natürlich eine tolle Sache. Wie sind unsere Tags mittlerweile? 9? Nee, da lohnt sich immer noch kein Tax Modifier. Und wir National Unrest. Hier unten haben wir 19.000 Mann. Uiui. So, Memel haben wir auch. Und ich bin damit eigentlich schon zufrieden. Wir können in Königsberg vielleicht noch ein bisschen die Provinz looten. Aber ansonsten passt das. Budapest ist gleich eingenommen. Genau, wir haben Budapest. Jetzt können wir mit Ungarn vielleicht schon Frieden machen. Noch nicht ganz, aber gleich. Die müssen eigentlich mit niemandem ihre Bündnisse aufkündigen, müssen auch nichts freilassen aus meiner Sicht. Genau, die Militärkoalition uns gegen uns wird immer kleiner. So, Ungarn. Wie sieht's aus, mein Freund? Wollen wir mal? Ja, wir wollen. Aber du hast auch mehr Geld bekommen, deswegen möchte ich jetzt noch nicht. Hihi. So, jetzt. Ungarn ist raus aus dem Krieg. Jetzt noch der Livonische Orden. Der möchte auch schon Frieden machen, weißen Frieden. Ja, wir werden von dem ohnehin nichts holen können, also meinetwegen. Bitte sehr. Dann haben wir einen 100er Warscore gegen den Deutschen Orden. Den nutzen wir natürlich sofort. Zack. Die Provinzen gehören uns. Sehr schön. Und wir kriegen ein Government Upgrade. Wir sind kein Duchy mehr, wir sind jetzt Kingdom. Wir sind Königreich. Sehr gut, Leute. Das ist auch sehr, sehr gut. So, Greifswald wollen wir immer noch nicht konvertieren. Sieht's hier aus? Es gibt auch kaum Rebellionen in Königsberg. Ja, läuft. Perfekt. Gefällt mir. So, und jetzt können wir natürlich auf militärische Power umsatteln. Perfekt, hat auch geklappt. Haben eine ganz ordentliche Flotte, die wir jetzt auch noch upgraden.
Litauen bekommt gerne einen militärischen Durchgang. Polen hat gar nichts bekommen. Auch nicht von Ungarn. Also da haben wir Polen wunderbar an der Nase rumgeführt. Wir geben mal ein bisschen was aus. Vielleicht werden wir ja Papst. Wäre ja lustig. Uns fehlt es momentan ein bisschen an Power Projection. Das liegt daran, dass wir Dänemark nicht humiliated haben. Glaube ich. Ja, daran wird es liegen. Und hier, ja gut, dann Moral der Flotte eben. Wir können uns keine besseren Berater leisten. Wir haben natürlich eine sehr kleine Armee für unsere Größe. Also wir könnten hier auch 40.000 Mann haben. Nur wir können sie uns nicht leisten. Vom Force Limit her würde es aber gehen. Ja, 50 Mann würden sogar vom Force Limit her gehen. So, Unrest könnten wir hier richtig bekommen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Prestige könnten wir verlieren. Ja, das ist nicht so schlimm. Oder Stabilität verlieren. Und die Papststaaten mögen uns nicht mehr so. Ja, wir werden protestantisch. Natürlich werden wir protestantisch. Haha. Wunderbar. Und dann einfach nochmal die Stabilität erhöhen. Und das Problem ist gelöst. Königsberg und Memel sind auch bald unser. So eine kleine Exklave. Königsberg haben wir. Unser Frieden mit Dänemark ist ausgelaufen. Perfekt, dann können wir nämlich jetzt Schweden benutzen. Und Polen. Um sie zu humiliaten. Oder? Nein, machen wir nicht. Wir machen jetzt ein Spy-Network auf sie. Genau, wir machen ein Spy-Network auf sie und holen uns die guten Provinzen dort. Das ist sogar noch besser. Gefällt mir. So, ich bin mal ganz zuversichtlich, dass sich Polen um Rebellionen kümmern würde, wenn hier welche auftreten würden. Memel haben wir jetzt auch. Das hier ist East Prussia. Und East Prussia wird natürlich auch gecored. Oh, da fehlt jetzt sogar noch eins. Wir haben gerade ein bisschen zu wenig Admin-Power sogar. Zum ersten Mal. Aber ihr seht, wir sind auch noch technologisch sehr weit vorne. Also ist nicht so, als hätten wir da einen Mangel. Und Königsberg gehört auch dazu. Und zu Ostpreußen gehören dann aber noch ein paar andere Provinzen, nämlich die hier. Die wollen wir natürlich von Polen langfristig holen. Keine Frage. Die gehören auch zu einem ordentlichen Preußen. Schlesien haben wir ja schon, jetzt haben wir diese Gebiete hier. Ist alles relativ historisch, finde ich gut. Und wir können unsere Provinzen verbessern. Kreiswald bekommt eine Produktion, Stolp bekommt... Ja, Manpower möchte ich ihnen nicht geben. Wer produziert denn ordentliche Sachen? Ja, Wismar produziert sehr ordentliche Sachen hier. Dann geben wir denen doch ordentliche Produktion hier. Ich mag den Preis von Kleidern hier. Der ist sehr hoch momentan. Berlin auch. 21, jetzt ist Berlin schon fast eine gute Stadt geworden. Schaut euch das an. Tada, Berlin ist gelb. Unsere erste gelbe Provinz neben Königsberg und Memel, die auch sehr gut sind. Und Lübeck natürlich. 24, 23, 21. Also noch ist Berlin unsere drittgrößte Stadt vom Development. Die zwei neu eroberten Provinzen von eben sind besser. So, und jetzt können wir uns überlegen, wen wir rivalisieren. Ich würde ja eigentlich doch gerne Muskowi rivalisieren, aber es bringt uns gar nichts. Und Polen zu rivalisieren ist jetzt eigentlich noch nicht so schlau, weil wir sie noch brauchen. Also werde ich mal Ungarn rivalisieren. Bringt uns zwar auch nichts, außer dass wir sie vielleicht immer mal wieder ein bisschen humiliaten können, aber ist trotzdem eine gute Sache. So, das Manöver unserer Herrscher, unserer Leader können wir nochmal verbessern. Und wir bekommen 20 Armeetraditionen dazu. Zack! Pah! Und da werden wir dann gleich einen richtig guten General rekrutieren können. Seid euch dessen gewiss. Sind die kein Rivale mehr, Burgund? Sonst würde ich sie jetzt nochmal platt machen wollen, weil sie gerade von Frankreich wieder geplättet werden. Und leider ist das ein Krieg, den Frankreich ganz leicht gewinnt und bei dem sie sehr stark sehr viele gute Provinzen bekommen werden. Frankreich ist auch überstark, also das ist ein bisschen gefährlich. So, jetzt hier von Dänemark holen wir uns am besten die beste Provinz. Welche ist die beste? Svealand ist sehr gut, Fyn ist gut. Ja, ich meine, ja gut, Schweden hat einen Claim auf Svealand, dann lassen wir das lieber. Holen wir uns Fünen. So, Mainz, Polen, Schweden, haut rein. Jawohl, unser Herrscher ist tot. Freut man sich selten drüber.
Ja, ein paar Pretender gibt es, aber nicht viel. Wir haben 30 Legitimität nur. Da müssen wir natürlich was gegen tun. Kriegen wir schon hin. So, jetzt müssen wir ganz schnell, bevor es zu spät ist. Ich glaube, wir haben wieder einen Elektor zu wenig. Sekunde. Wir machen mal kurz einen Elektor. Wer möchte denn? Wer möchte denn? Wer hat noch nicht? Oldenburg vielleicht? Wobei, die sind zu nah dran. Die werden wir demnächst erobern wollen. Vielleicht dem Elsass. Das Elsass will nicht. Okay. Augsburg will auch nicht. Die wollen alle nicht. Ist ja bescheuert. Ja, da bekommt jetzt Lüttich was. Um sie zu stärken im Kampf gegen Frankreich. Und wir werden kaum Kaiser nochmal. Gut, dass wir gerade nochmal Kaiser geblieben sind. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das hätte böse ins Auge gehen können. So, jetzt nutzen wir unsere Autorität bitte noch schnell, um die Leute von uns zu überzeugen. Nennen wir es mal nicht bestechen. Ja, sehr gut. Gefällt mir, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Jetzt können wir den General rekrutieren. Ja, und der ist sehr gut. Der ist sehr gut. 3-4-4-3. Sehr, sehr gut. Nicht so gut im Kampf wie die, die wir schon mal hatten, aber... sehr gut. Vor allem, weil er richtig gut in Belagerungen dadurch auch ist. Und Manöver darf man auch nicht unterschätzen. Das kann auch wirklich eine Rolle spielen. Wir sind gegen Holland im Krieg, deswegen wählen die uns nicht mehr. Jetzt weiß ich's. Mitteljütland haben wir. Jetzt gehen wir noch runter nach Schleswig. Ich würde ja mal den Seekampf suchen, wenn England nicht dabei wäre. Gegen England können wir da wirklich nichts reißen. Aber wir werden ihre Armee jetzt vernichten. Und seht euch ein, das ist England. Ne? Das ist eine riesen Kolonialmacht. Ja, noch nicht, aber die Karibik haben sie schon mal kolonisiert. Also es ist ein starkes Land, England. Und wie wir die hier zerpflücken, obwohl wir weniger Leute haben. Königsberg gibt es eine Rebellion. So, und England wurde gewiped. Die haben gerade die gesamte Armee verloren. Tja. Naja, wir können uns mal um Holland kümmern. Dann dürfen sich die Polen mal um Königsberg kümmern. Und hier hat Dänemark gegen Schweden und Polen verloren. Sehr schön. Ich habe gerade gegen Holland gewonnen, ohne es zu merken. Auch sehr schön. So, ich werde gerade angerufen, ich kann aber nicht rangehen. Oder wir sagen, wir machen für die Folge mal Schluss. Ja, wir machen für die Folge mal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten, euer General Pilofas.